Leute, wir stehen hier bei einem M103 mit Besatzung, mit allem drum und dran, Originalteile, ist komplett instand, fährt hier, ist hier runden gedreht, alles drum und dran. Und dazu haben wir noch einen von der Besatzung bei uns. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wer bist du? Ich bin der Christoph, ich bin der Kommandant, bin auf dem M103 jetzt mitgefahren das Wochenende und gehöre hier mit zur Truppe vom Heeresgeschichtlichen Museum. Wir halten die Fahrzeuge, ich sage einmal, fahrbereit. Die gehören zwar hier dem Museum in Bovington, aber dadurch, dass der M60 und der M103 mit gleichem Motor, gleichem Getriebe und einfach nur verlängerter Wanne dementsprechend sehr, sehr ähnlich ist und das Bundesheer den lange geführt hat, haben wir einfach die Erfahrung damit und kommen halt immer mal wieder im Jahr rüber und machen einfach grundsätzlich Checks oder auch Reparaturen, je nachdem, was halt anfällt und führen die dann hier bei der Rad- und Kette vor. Ja, und man merkt, sobald der Panzer auch das Feld betritt, ist die Stimmung gut. Also der Panzer genießt große Beliebtheit. Wie kann er auch nicht? Ich meine, bei der Präsenz, eben, bei der Größe, der fällt einfach sofort auf. Ja, und wer nicht sieht, der hört ihn auf jeden Fall. Also. Das auch. Und wie gesagt, dadurch, dass er eben der Einzige in Europa ist, alle anderen sind nur noch in den USA, natürlich fällt er sofort auf. Das ist besonders, alleine auch der Turm, dieser riesig große Turm. Klar, das hat einfach eine Präsenz. Definitiv, definitiv. Und wo seid ihr sonst zu sehen? Also ich habe das eben schon mal rausgehört, ihr kommt ja aus Österreich. Genau. Und ihr habt da auch noch ein Museum, ein eigenes, wo ihr auch eigene Ausstellungsstücke habt. Genau, das ist das Heeresgeschichtliche Museum in Wien im 3. Bezirk. Da haben wir einerseits auch eine eigene Panzerhalle im Objekt 13. Da sind jeden Samstag und Sonntag ist die Halle offen. Sonntags sind da jeweils Führungen. Einfach vorbeikommen, sich das anschauen. Da ist alles, was so im österreichischen Bundesheer gefahren ist und noch einige andere. Angefangen von einem komplett originalen Hetzer. Nicht der G13, wie ihn die Schweiz hatten, sondern auch mit Original-Benzinmotor hin bis zum Leo 2A4 ist alles da, auch österreichisch, also gerade auch österreichische Fahrzeuge. Und einmal im Jahr zur Rad und Kette, immer so am 1. Juni-Wochenende, holen wir die Fahrzeuge aus der Halle und dann werden die mal vorgeführt. Mal richtig Gas gegeben. Genau, genau. Schön, schön. Ich meine, man hat ja hier gesehen, allein schon, wenn so ein Panzer mal den Motor anwirft, das ist, man kann es nicht beschreiben, man kann es, glaube ich, auf einem Video oder einem Film einfach nicht so wiedergeben. Es ist, man muss es in real gesehen haben. Ja, ja. Also es geht durch Mark und Bein. Ja, es ist der Sound, es ist, wenn die Fahrzeuge vorbeifahren und man merkt, wie der ganze Boden vibriert. Das muss man live erleben. Das kann man übers Video einfach. Man braucht so leid es mir tut, echt. Aber man kann es übers Video einfach nicht so rüberbringen, wie es live einfach wirkt. Aber dennoch muss man es einfach nochmal sagen, ihr macht einen verdammt guten Job. Danke, dass er die Sachen hier auf die Beine stellt, dass er die Panzer am Leben haltet, weil es ist Geschichte, die am Leben erhalten bleiben muss. Ne? Also es ist wunderbar, super toll. Es macht riesig viel Spaß. Ich sag mal, für uns mindestens genauso viel wie für die Zuschauer auch. Von daher. Prima. Immer gern. Dann sage ich jetzt mal im Namen von mir und von allen anderen, die jetzt zugucken, vielen, vielen Dank für die Show, sehr für das gerne. Interview. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Oder in Wien. Ja, in Wien und am Tankfest. Also eben. Leute, wenn ihr mal ein Wochenende nicht wisst, was ihr machen sollt, ein Trip nach Wien lohnt sich. Wenn ihr in Auf Wien jeden seid, Fall. Auf jeden Fall. Direkt hin. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Habt viel Spaß bei den weiteren Videos, die noch auf dem Kanal erscheinen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Auf, Schlange! Yeah, there's a vision, a panoramic vision. Okay. And he can see the gun with a sight. Ah, okay, yeah. The principal periscope. The gunner. Yeah. Gunner to turn the turret. Yeah. And automatic and manual. Manual for the direction. This. Ah, this one. Okay. This wheel. So here's the gunner. Here's the commander. Commander, gunner, and loader. Ah, okay. And the driver is. Driver here. And I see, okay. And the machine gunner with radio in oversight. Ah, over there. Yeah. So, 1, 2, 3, 4, 5. Five persons. Ah, okay. Five okay. Two or five persons. Yes. Yes, manual. Sight, the optic for the gun. Ah, okay. For the yeah. machine gun. Mm-hmm. The sight is the same. He's here. We haven't got. Yeah, okay. Mm-hmm. Donc, for. Turn in automatic way.
we put this level here, and they take the movement by the yes. engine in these mechanic motors. We want to turn the turret in the right. We push here in the plate, in the right. Ah, okay, and nice. Ah, yeah. Zero, and I want to go with my turret at left. I push. I put the other here. Side, okay. And it's progressive. It's progressive. Ah, yeah, I see. Mm-hmm. Nice. After, if I want to use the machine gun, I push this pedal. Yeah. And when I want to make fire with the gun, here you have a button, fire. Ah, there, fire, okay. And boom, and then the shot goes out yes, there. Yes. Ah, okay. It's an electric firing, the electricity right here. We put your shell in the cannon. Yes. This the bolt go close, and after the loader for the security push here. He push the shell. Ah yeah, after and then he push this one. Fire. Okay. Security. Fire. But it was super loud, right? Yeah. And out of here, I get a shell, right? After, the shell. Yes, after the frame, the shell put here. Ah, and jumps down. Yes. Because it's super hot, right? Yes, and you have always a smoke in the shell. Yeah. And the smoke is, you have a vacuum, like a vacuum cleaner here, who takes the smoke. Ah, okay, I see. And takes it out. Ah, okay. Yeah. Wow, nice.